In Mexiko, genauer gesagt in der Karibischen See, gibt es ein sogenanntes Unterwassermuseum, das von interessierten Tauchern besucht werden kann. Und ich kann euch sagen, besucht niemals diesen verfluchten Ort. Es ist kein Museum im eigentlichen Sinne, sondern mehr eine willkürliche Ansammlung von Statuen. Man kann eine Gruppe von Kindern sehen, die sich an den Händen hält. Statuen, die scheinbar Erwachsene darstellen, die den Kampf gegen das Ertrinken erlegen sind und apathisch am Boden liegen. Sogar Statuen von Personen, die wohl noch ihrer alltäglichen Gewohnheiten nachgehen, als ob sie vergessen hätten, dass an diesem Ort nichts mehr wichtig ist, was sie tun. Was sie aber alle gemeinsam haben, ist das leise, gurgelnde Wimmern, das man hören kann, wenn man nah an sie heranschwimmt. Es wirkt alles wie ein Ort, an dem Grausames passiert zu sein scheint. Zu diesem Phänomen gibt es aber von offizieller Stelle keine Erklärung. Manche sagen, es seien Strömungen, die durch Risse des Gesteins fließen, und Temperaturschwankungen, die diese zum Knacken bringen. Das Bizarre an der Geschichte ist, dass niemand weiß, wer die erste Statue aufgestellt hat. Mittlerweile wird dieser Ort trotz seiner mysteriösen Herkunft sogar von den Anwohnern beworben, um Touristen anzulocken. Ich habe während der Reise an diesem Ort aus Neugier viele Anwohner gefragt, was sie darüber wissen. Jedoch haben die meisten mich seltsam angesehen und geschwiegen. Andere waren sichtlich eingeschüchtert und wollten schnell das Weite suchen. Wieder anderen kamen Tränen in die Augen und sie schienen gedankenverloren einen Verlust zu bedauern. Natürlich wurde ich dadurch nur noch neugieriger und habe den Leuten Geld für Informationen angeboten. Nach einem weiteren Tag der erfolglosen Suche habe ich in einem Souvenirshop in einer dunklen Seitengasse eine alte Frau gefunden, die nach meiner Frage wieder zu weinen anfing. Diesmal wollte ich nicht aufgeben und bot ihr noch etwas mehr Geld an. Sie biss an, aber was sie mir daraufhin erzählte, ließ mich erschaudern. Ich schreibe das hier, um Menschen davon abzuhalten, diesen Ort zu besuchen, aber bezweifle, dass es mehr Wirkung hat, als in irgendeinem Forum für Gruselgeschichten zu landen. Die Frau erzählte von ihrer Tochter, wie glücklich und fröhlich sie war, als sie noch lebte. Sie liebte das klare Wasser des Meeres und konnte kaum davon abgehalten werden, sich immer wieder zum Schwimmen aus der Wohnung zu stehlen. Irgendwann fing auch sie an, eine Begeisterung fürs Tauchen zu entwickeln. Aber von da an dauerte es nicht lange und sie kehrte eines Tages nicht zurück. Die ganze Gegend wurde nach dem Mädchen abgesucht. Erfolglos. Auch Taucher suchten die Strände ab, was von ebenso viel Erfolg gekrönt war. Nach einiger Zeit wurde die Suche nach der Tochter der Frau aufgegeben, mit der Begründung, dass das Mädchen wohl gefressen oder ins Meer hinausgetrieben wurde. Aber die Frau wollte sich damit nicht abfinden. Sie begann selber, jeden Tag, sobald sie den Laden schloss, auf die Suche zu gehen. Aber es war genauso erfolglos wie alle Versuche zuvor. Zumindest bis sie das besagte Museum aufzusuchen begann. Sie sah einen Mann auf einem Fahrrad, eine Person an einem Schreibtisch in die Arbeit vertieft. Und dann auch die Kinder, die sich an den Händen hielten. Sie schwamm einmal um sie herum und erkannte plötzlich, inmitten unter ihnen, ihre Tochter. Die Feinheiten des Gesichts waren nicht mehr genau zu erkennen und die Vegetation des Meeres hatte sich schon auf dem Stein breit gemacht. Aber sie wusste, es war sie. Und sie hörte auch das leise Wimmern der Steine. Die Frau schwamm näher an den Mund ihrer Tochter heran. Von dort schien dieses Wimmern zu entstehen und hörte plötzlich die verzerrte, gluckernde, ihr aber sehr bekannte Stimme ihrer Tochter. »Mama, bitte hilf mir, wir möchten nicht mehr ertrinken.« Als sie erschrocken einen Meter zurückschwamm, sah sie, dass sich die Gesichter aller Kinder im Kreis zu ihr herumgedreht hatten. Sie besuchte den Ort nie wieder. Etwas verstört von der Geschichte der Frau begab ich mich wieder zurück ins Hotel und begann erneut zu recherchieren. Die Zahlen der an der Küste verschwundenen Anwohner und Touristen passte genau auf die Anzahl der Statuen. Und laut Angaben des Museums kann man jedes Jahr zur Touristenhochphase eine neue bewundern.